Beginnen wir dieses neue Kirchenjahr und auch unseren Gottesdienst jetzt im Zeichen unserer Hoffnung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der kommt, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Mitchristen im Fernsehen und liebe Mitchristen hier im Deutschordensmünster, ich grüße Sie herzlich. Der Adventskranz ist uns ein Zeichen des unendlichen Lebens. Die Kerzen am Adventskranz sind für uns Zeichen, dass Christus das Licht der Welt und auch unseres Lebens ist. In diesem Sinn möchte ich jetzt unsere Adventskränze segnen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast alles erschaffen, denn du bist die Liebe und der Quell des Lebens. Wir loben dich. Wir preisen dich. In deinem Sohn schenkst du uns Licht und Leben. Wir loben dich. Wir preisen dich. Dein Geist erleuchtet unsere Herzen, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Wir loben dich. Wir preisen dich. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du lässt uns Menschen in unserem Suchen nach Leben und Freude nicht allein. Darum schauen wir am Beginn des Advents auf zu dir, von dem wir alles erhoffen. Wir bitten dich, segne unseren Adventskranz mit seinen Kerzen. Sie sind ein Zeichen, dass du der Ewige bist, dem auch diese kommende Zeit gehört. Ein Zeichen des Lebens, das wir von dir erwarten. Ein Zeichen, dass du das Licht bist, das alle Finsternis erhält. Hilf, dass wir mehr lieben und dich mit neuem Eifer suchen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Auf du, dein Reich und dein
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser von jeher ist dein Name. Warum lässt du uns, Herr, von deinen Wegen abirren und machst unser Herz hart, sodass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbbesitz sind. Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärest herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erzitterten. Seit Urzeiten hat man nicht vernommen, hat man nicht gehört, kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Du kamst dem entgegen, der freudig Gerechtigkeit übt, denen, die auf deinen Wegen an dich denken. Siehe, du warst zornig und wir sündigten. Bleiben wir künftig auf ihnen, werden wir gerettet werden. Wie ein Unreiner sind wir alle geworden. Unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt. Unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an. Keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns zergehen lassen in der Gewalt unserer Schuld. Doch nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn es naht eure Erlösung. Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn es naht eure Erlösung.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt Acht und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, liebe Mitchristen. So beginnt der erste Korintherbrief. Am Montagabend konnte man beim Film Gott von Ferdinand von Schirach erleben, dass es Gnade ist, wenn man glauben kann. Dass es Gnade braucht, um glauben zu können. Unvereinbar stehen sich in dem Film die beiden Welten gegenüber. Die Welt mit Gott und die Welt
ohne Gott. Ein Mann, 78 Jahre, will und kann ohne seine Frau nicht mehr leben und beansprucht Hilfe zur Selbsttötung. Er habe das Recht zu sterben, sagte er in dieser fingierten Verhandlung vor dem Ethikrat. Er allein könne über sein Leben verfügen. Eine Vertreterin des Ethikrats versucht vergeblich dagegen anzukommen. Sie führt die willkürlichen Tötungen des Dritten Reiches ins Feld und spricht dann von einem Dammbruch, wenn es also das gäbe, das Leben von Ärzten unter Umständen eben nicht erhalten, sondern vernichtet wird. Auch ein Bischof kommt zu Wort. Sehr gut begründet er, dass Leben eine Gabe Gottes sei, dass man über Leben deshalb nicht einfach so verfügen könne. Aber er kann nicht überzeugen, eben weil er in der Welt des Glaubens lebt und die anderen, die dieses Selbstbestimmungsrecht des Menschen bis hinein ins Sterben können, müssen, dürfen, in der Welt ohne Glauben an Gott. Und wer den Film gesehen hat, der hat in seinem Herzen auch gespürt, es führt keine Brücke von der einen zur anderen Welt. Es führt keine Brücke von der Welt des Glaubens zur Welt der Selbstbestimmung. Alle vernünftigen Begründungen greifen zu kurz. Und im Film haben wir auch erlebt, Appelle nützen in diesem Augenblick auch nichts. Auch der Schrecken nicht. Liebe Mitchristen, man muss an diesem Punkt gewesen sein. Man muss an diesem Punkt der Unvereinbarkeit der einen mit der anderen Welt gewesen sein, um ermessen zu können, was Glaube und was Glauben aus Gnade ist. Immer wieder kommen wir ja an solche Punkte. Die Pandemie ist sicher auch so ein Punkt, wo wir merken, das Leben ist größer, als wir uns das immer wieder neu zurechtzimmern. Es gibt Grenzen des Lebens, die wir Menschen respektieren müssen, sonst geschieht Unheil. Auch Paulus, der uns diesen ersten Korintherbrief geschrieben hat, war an einer solchen Grenze seines Lebens und erfuhr es genau da, was Gnade ist, dass Gott ist. Auch Israel erfährt es, wir haben es in der ersten Lesung gehört, in seiner Not und ruft zu Gott. Ja, Israel kann zu Gott rufen, kann zu Gott schreien, seine ganze Not ihm entgegenschleudern, weil es eben einen Gott hat. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser ist dein Name. Warum lässt du uns, Herr, von deinen Wegen abirren und machst unsere Herzen hart? Und auch Jesus sieht die Nacht, ja die Mitternacht, als die Stunde, in der der Herr kommt.
in seiner eigenen tiefsten Nacht hat er erfahren, dass Gott das Leben sogar über den Tod hinaus will. Nicht nur für ihn selbst, sondern auch für uns, für alle Menschen. Seitdem gilt, alles ist gottvoll. Auch die Nacht ist gottvoll. Auch die Brüche des Lebens sind gottesvoll. Der Tod, das Leid, auch die Schuld ist gottesvoll. Die Krankheit, das Unrecht, das einem Menschen angetan wird, wogegen er sich nicht wehren kann, ist gottesvoll. Und Sie dürfen jetzt Ihre eigene Lebenssituation da mit dazu denken, wo auch immer Sie uns jetzt zuschauen und diesen Gottesdienst mitfeiern. Jesus hat deshalb immer wieder auch Menschen aufgesucht, deren Leben eingeschränkt war, die nicht mehr leben konnten oder nicht mehr leben wollten. Da ging er hin. Er ging hin zum reichen, armen Zachäus. Er ging hin zur Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt, die gleichsam verblutet ist. Er ging hin zu dem Blinden und fragte ihn, was soll ich dir tun? Liebe Mitchristen, das sind alles Menschen, deren Selbstbestimmung keine mehr war. Die also genau auch an diesem Punkt stehen, wo der 78-Jährige aus dem Fernsehfilm steht, der sterben will, weil er den Schmerz um seine Frau nicht mehr aushalten wollte. Der Unterschied: ihm begegnet in seiner Nacht Jesus nicht. Vielleicht gab es durchaus Menschen, auch bei ihm, die ihm diese Nähe, menschlich-göttliche Nähe erfahren lassen, zusprechen wollten. Aber sie vermochten es nicht. Wie gesagt, solche Augenblicke, das Leben unverfügbar ist, die gibt's überall. Eltern zum Beispiel wissen das sehr genau. Natürlich können sie kurzfristig ihren Kindern irgendetwas, ihre Kinder etwas heißen, was dann sofort erledigt werden soll. Aber fürs Leben, dass sie wirklich die Persönlichkeit, die Seele prägen, das können Eltern nicht machen. Darum können sie nur werben. Und genauso geht es ja den Politikern, Politikerinnen im Augenblick. Sie sind darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Regeln einhalten, auch wenn sie das persönliche Leben einschneiden, um diese Krankheit, die Ansteckung zu mindern. Glaube ist Gnade. Aber manchmal geschieht es eben, dass die Nacht ein neues Licht gebiert, dass aus der toten Wurzel ein neuer Reis entspringt, dass die Jungfrau ein Kind empfängt. Liebe Mitchristen, das ist das Paradox unseres Glaubens.
Das Paradox, dass im Kreuz Heil ist. Dass an dem Punkt, wo wir Leben nicht mehr verstehen, ein ganz neuer Horizont aufgehen kann. Dass aus Schmerz Freude wird. Liebe Mitchristen, wir alle haben eine Ahnung davon. Sonst wären wir nicht hier. Wachsam sein nennt es das Evangelium. Wachsam sein, wo Gott sich zeigt, wo unser begrenztes Leben transparent wird, wie Kirchenfenster auf das ewige Licht und die ewige Gegenwart Gottes hin. Das Wachsam sein, liebe Mitchristen, das ist die Brücke, dass wir mit den Augen des Leibes sehen, was die Augen des Herzens glauben. Und manchmal genügt da ein Augenblick. In der Freude, dass wir glauben können. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jesus Christus rüttelt uns heute auf, wachsam zu sein. Der Advent lädt uns besonders ein, Gott in allem zu entdecken. So bitten wir. Wir beten für unsere Kirche, die trotz ihrer eigenen Sündigkeit allen Menschen die frohe Botschaft verkünden möchte, dass für Gott keine Nacht zu finster ist. Herr, wir warten auf dich. Herr, wir warten auf dich. Wir beten für alle, die in diesen schweren Zeiten politische Verantwortung tragen und auf die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger angewiesen sind. Herr, wir warten auf dich. Herr, wir warten auf dich. Wir beten für alle Menschen, in denen es finster ist und die nicht mehr weiterleben möchten. Herr, wir warten auf dich. Herr, wir warten auf dich. Wir beten für die Familien unserer Erstkommunionkinder, die mit der Vorbereitung begonnen haben und dich näher kennenlernen möchten. Herr, wir warten auf dich. Herr, wir warten auf dich. Wir beten für die vielen Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, und für alle unsere Kranken, für diejenigen, die unter der Härte des Lockdown leiden, und für die Arbeitskräfte in den Kliniken und Pflegeheimen. Herr, wir warten auf dich. Herr, wir warten auf dich. Wir beten für unsere Verstorbenen, die dich und unsere Welt jetzt in deinem Licht schauen dürfen. Herr, wir warten auf dich. Herr, wir warten auf dich. Herr, wir danken dir aus ganzem Herzen, dass wir an dich glauben können.
Wir glauben, dass du unsere Welt in deinen Händen hältst und dich uns zu erkennen gibst, in allem, doch besonders jetzt wieder in einem Stück Brot und einem Schluck Wein, dann aber einmal ganz von Angesicht zu Angesicht, sei gepriesen in Ewigkeit. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen. Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit den Christen auf der ganzen Welt den Sonntag als den Tag, an dem Christus unser Leben von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Sende deinen Geist auf uns und auf diese Gaben herab, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte gegenwärtig wird. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein in seine Hände, dankte dir wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Gott, gütiger Vater, wir feiern das Gedächtnis unserer Versöhnung und verkünden das Werk deiner Liebe. Dein Sohn ist durch Leiden und Tod hindurchgegangen und auferstanden zu deiner Herrlichkeit. Schau herab auf ihn, Christus, der sich mit Leib und Blut hingibt und uns in seiner Hingabe den Weg öffnet zu dir, unserem Vater. Barmherziger Gott, schenke uns den Geist der Liebe, den Geist deines Sohnes. Er hält uns zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Gebhard und deinem ganzen Volk. Lass uns mit Freude und Vertrauen unseren Weg gehen und Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben niemand so kennt wie du. Führe sie zur Auferstehung. Und wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens und der Herrlichkeit erwarten. Lass uns in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und Blutzeugen und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Die Gnade sei mit euch, wünscht Paulus den Korinthern. Diese Gnade ist auch uns zuteil geworden, wiewohl wir immer neu nach ihr Ausschau halten müssen. In ihr und um sie können wir auch beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Und gib doch Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen
und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr, weil du es willst, Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht hier im Zerbrochenen Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich ein Wort, so wird du mein Seele wissen. Seid also wachsam.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft und Gnade gestärkt. Zeig uns den rechten Weg durch unsere Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir dich in allem suchen und finden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Zum Schluss jetzt noch die Hinweise. Auch in diesem Advent feiern wir Rorate dienstags um 6 Uhr hier im Deutschordensmünster. Natürlich können wir uns anschließend nicht zum Frühstück im Gemeindehaus treffen, aber für jeden, der kommt, gibt es trotzdem ein Weckle von der Bäckerei Eitel. In Maria Immaculata sind die Rorate-Messen donnerstags um 18.30 Uhr. Unsere Adoration Sisters laden wieder im Advent dienstags von 16 bis 17 Uhr zur Anbetung des Allerheiligsten hier im Deutschordensmünster ein. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie natürlich das jeden Tag wach halten, aber jetzt im Advent auch für die Stadt anbeten, dass Gott hier mit uns lebt. Am Freitag ist auch 4. Dezember, der Gedächtnistag der Zerstörung unserer Stadt. Natürlich kann in diesem Jahr nicht das Totengedenken auf dem Ehrenfriedhof sein wie sonst.
Es wird aufgezeichnet und kann über die Homepage der Stadt Heilbronn abgerufen werden. Abends um 20 Uhr sind wir ja gewohnt, dass es das große Konzert des Philharmonischen Chors in der Kilianskirche gibt. Das muss jetzt auch anders gestaltet werden. Es muss zwei Gottesdienste geben, einen in der Kilianskirche und einen hier bei uns im Deutschordensmünster. Es singen Mitglieder des Philharmonischen Chores und an der Orgel bei uns ist Kirchenmusikdirektor Michael Saum. Freitag 20 Uhr ist es dann. Die Goldene Spur führt nächsten Samstag um 17 Uhr wieder in den großen Deutschhof. Dann heißt das Thema Glauben, was trägt mich? Und nächsten Sonntag ist ja auch Nikolaus. Am Nachmittag um 15 Uhr gibt es eine Kinderkirche im großen Deutschhof, bei der dann auch der Nikolaus dabei ist. Zum Schluss darf ich Ihnen allen, besonders aber denen, die jetzt in Quarantäne sind oder sich nicht so frei bewegen können, wie sie das möchten, die in den Heimen sind, wo auch immer sie uns jetzt zuschauen, den Segen Gottes zusprechen. Die Gnade ist mit ihnen. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch alle, der barmherzige und der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.